Business as usual beim BVB. Mitgliederversammlung in der gut gefüllten Westfalenhalle. Und zwar auch als Statement gegen den Terror, wie man sagt. Trotz Paris und Brüssel machen die Dortmunder ganz normal weiter. Was wir nötig haben, ist zu zeigen, dass wir dem Terror trotzen, dass wir keine Gewalt akzeptieren und dass wir 1a dastehen und aufstehen für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit und dafür, was wir in unserem Leben so schön gelernt haben. Und Borussia Dortmund wird dies auch tun. Auch deshalb habe es keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen bei der Versammlung gegeben, bei der vor allem über Thomas Tuchel geredet wurde. Es ist schon verdammt mutig, das zweite Mal die Nachfolge von Jürgen Klopp anzutreten. Und das war ja auch ein Thema, was dich beschäftigt hat. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hast du großartig gelöst. Besser kann man es nicht lösen. Und wir sind hier, und das spricht, glaube ich, für alle Mitglieder von Borussia Dortmund, sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass wir dich und dein Trainerteam hier bei uns haben. Erst 2 Niederlagen aus 23 Pflichtspielen, wie Watzke mehrfach betont. Dortmund sei auf einem guten Weg, aber der BVB-Boss fordert mehr. In dieser Mannschaft steckt so viel Potenzial, so viel Talent, so viel Fähigkeit, dass ihr bis jetzt aus meiner sicheren Einschätzung her das noch nicht mal im Ansatz ausgereizt habt. Es ist also immer noch auch ein ganzes Stück Luft nach oben und idealerweise werden wir das Donnerstag und Sonntag auch sehen.